Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Willkommen zurück, Link. Und hast du was rausgefunden? Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Puh, du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du es wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Suche herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Purapad bei dir, oder? Kann ich es mal kurz haben? Meine Güte, das sieht mitgenommen aus. Was hast du damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint's noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Ah, der hier. Tut mir leid, jetzt wollte ich auf dem Purapad die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Yasha, wie steht's um den Kartografierturm? Also... grundsätzlich ist er fertig. Die haben ihn selber gebaut? Ah. Oh, der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch was gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, du hast sie verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um eine Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Nö. Dann wende ich an den Wächter des Schutzraums dort. Nö, brauch ich nicht. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Dann solltest du dich einmal in Mups Laden umsehen. Ich bin dann mal beim Kartografierturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Ja! Komm, Yasha. Es ist Zeit, den Kartografierturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Katschika! Du hast Schalterdienst, Yasha. Katschika! Oh! Jawohl, direkt hin, Torin Pura. Ich stehe bereit. Schalter bei Fuß. What the fuck? Was ist mit denen falsch? Mit den zwei einfach nur. Ich muss nicht pennen. Ich bin bei voller Gesundheit, deswegen... Jo. Das hier? Nein, das hier muss so... Juhu! Und fertig. Ah, Link, bist du bereit? Aber ich habe meine Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eins. So, Yasha, hier drüben ist alles bereit. Betätigen den Schalter. Hey! Jo, what the fuck? Okay. Jo! What the fuck? Okay, da kommt einfach eine Kanone. Rektorin Pura, die Kartografietürme an den übrigen Standorten scheinen auch alle bereit zu sein. Ja! Dann los, Link. Jetzt bist du an der Reihe. Als erstes... halte das Purapad an die Vorrichtung dort, ja? Damit ist der Kartografierturm nun auf deinem Purapad registriert.
Damit sollte auch der Teleporter-Einsatz bereit sein. Jetzt kannst du dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografietoms teleportieren. Na, begeistert? Eine geniale Erfindung, oder nicht? Aha. Aber das ist noch lange nicht das Tollste an diesem Kartografierturm. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Pura-Pad zu erfassen. Juhu! Beeindruckend, oder? Ja. Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit einem Parasegel umgehen können. Außer dir gibt es da nicht besonders viele Kandidaten. Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen, also wärst du dann mal so freundlich? Hier, bitteschön. Wir kriegen ein Parasegel! Und ein geiles sogar! Wir kriegen es. Ja, sehr gut. Dann zeig uns mal, was du kannst. Aha. Viel Erfolg beim Abschluss. Ich meine beim Abschlusstest. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Ja. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also komm dann bitte noch einmal her, ja? Okay. Die Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Nice. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Ah, verstehe. Jetzt haben wir das Ding einfach losgelassen. Wie aktiviere ich mein Parasegel? So aktivieren wir es. Cool. Ich würde gern. Ach, ich kann das Fernglas benutzen. Dann markieren wir uns doch direkt mal ein paar Türme hier. Sinken wir eigentlich oder bleiben wir die ganze Zeit in der Luft? Ich meine, es stört mich nicht. Da ist die Sternschnuppe! Habe ich gerade gesehen. Oh, Archipel des inneren Hyrule. Hello there. Gut gelandet. Nice. Das war richtig gut, um sich Sachen zu markieren, aber... Okay, wir haben schon mal in 5 Gebieten die Türme. Das ist schon mal echt gut. Nein. Da
da ist schon einer. Ja, da ist auch noch ein Schrein, aber das ist egal. Wenn wir zum Turm gehen, gehen wir jetzt zum Schrein auch. Es gibt noch hinter uns einen Turm, den habe ich auch gesehen, aber ich konnte nicht markieren, weil ich habe nicht gesehen, dass da so viel Ausdauer verbraten wird. Aber ich glaube... Oh, lol. Ein Schrein... Ach, ein Schrein markiert. Turm markiert. Kriege ich den Turm von hier aus? Ich habe den gesehen, aber... Noch ein paar Türme markiert hier. Aber das ist der, den ich meinte. Hier habe ich, glaube ich, den nicht gesehen. Aber ja, wir haben schon mal einige Schreine und Türme markiert. Ich würde am liebsten noch mal da hochfliegen. Ja. Das ist eigentlich ziemlich geil gewesen. Okay. Wir müssen uns mal so ein bisschen in die Lage versetzen. So. Was sehen wir von hier? Da sehen wir einen... Ich muss immer auf diese Karte gehen. Das ist der Turm von da hinten. Sehen wir da in die Richtung noch einen Turm? Ja, tun wir. Das ist der Turm von dem Gebiet hier. Ach, den haben wir schon. Ist das der? Ja, das ist der. Schade. Okay, ich wollte aber auch noch Schreine sehen eigentlich. Das war mir eigentlich wichtig so. Okay, hat auf jeden Fall gut geholfen. Ich finde das echt geil mit diesem Hoch- und Runterjumpen. Jetzt müssen wir nur wieder ganz tief unten am Boden. Boah. Schön landen. So. Okay, den hatte ich schon. Den hatte ich natürlich auch schon. Und den hatte ich natürlich auch schon. Okay. Naja. Trotzdem gut. Ja! Juhu! Willkommen zurück auf festem Boden. Das war ein hübscher Flug, Link. Und konntest du die Kartenerstellung erfolgreich durchführen? Mhm. Ja, das freut mich, denn für unsere weitere Nachforschung wird die Karte unerlässlich sein. Kartografiertürme findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. Mhm. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir die Karte zeigen? Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier. Dann gäbe es Eldin im Nordosten. Weiterhin Gerudo im Südwesten. Und zu guter Letzt noch Ranel im Osten von hier. Die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Ach, übrigens, Direktorin Pura. Es geht ein Gerücht um, im Dorf der Orni, das im Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Ein Gerücht, sagst du?
eigentlich widerspricht es meinem wissenschaftlichen, geschulten Geist, mich von bloßem Gerede beeinflussen zu lassen, aber in der jetzigen Situation könnten selbst Gerüchte wie dieses den entscheidenden Hinweis liefern. Mhm. Ach ja, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche nach Prinzessin Zelda gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Reaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja bei der Chefredakteurin vorbeischauen. Vielleicht kann sie dir ja irgendwie helfen. Ich werde weiterhin die durch den Kataklysmus herabgestürzten Ruinen und entstandenen Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finden sich auch dort Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Ja! Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand, Link. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Auf zu Onkel Robbie. Tut mir leid, ich muss unverzüglich etwas mit Onkel Robbie diskutieren. Es geht um die Erforschung der Abgründe. Wir unterhalten uns später. Du hast eine Mission für mich. Gib sie mir. Guten Abend. Hast du eine wundervolle Nacht, oder? Sag mal, ist es wahr, dass du jetzt im Besitz des Pura-Pets bist? Pura und ich haben es zusammen konzipiert, aber gebaut habe ich es. Rubelo-Pet wäre eigentlich der passendere Name. Komm schon, Onkel Robbie, hörst du mir überhaupt zu? Ja, natürlich. Also, worum ging's noch gleich? Ich hab gesagt, dass ich den Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich einfach los und hüpfe selbst in den einen Abgrund. Oh nein, das wäre keine gute Idee. Davon rate ich ausdrücklich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bisher völlig unerforschte Sphäre unterhalb der Abgründe. Auch mich interessiert es brennend, was dort unten sein mag. Ein überaus faszinierendes Forschungsobjekt. Der Untergrund ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unsere Wunderkind doch nicht hingehen lassen. Wenn Puras Schützling etwas zusteht, wäre das mein Ende. Andererseits könnten wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn wir die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Rätselhaftes... Ach, das hatten wir doch. Oh, hallo, Herr Ritter. Ich war gerade ganz ins Gespräch vertieft. Wie die grinst. Ja! Also, das rätselhafte Bild. Neben verschiedenen anderen Objekten hat die Forschungsgruppe dies hier aus dem Untergrund mitgebracht. Ich meine das Bild auf diesem Fragment. Die abgebildete Figur steht auf zwei Beinen und hebt einen Arm. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte das ein Beweis sein. Ein Beleg, dass der Untergrund einst besiedelt war. Darum wollte ich mich in den Untergrund vorwarnen, um zu untersuchen, ob es dort noch ähnliche Abbildungen gibt. Ich wollte mich unbedingt persönlich vergewissern. Aber jetzt sagt Onkel Robbie, dass es zu gefährlich wäre und lässt mich nicht in den Abgrund hinab. Ach, Joscha. Weißt du was, wieso überlässt du die Untersuchung mit dem rätselhaften Bild nicht einfach mir? Und Link! Du kannst ein Pura-Pad verwenden, um etwas zu finden, das wie dieses Bild aussieht. Davon kannst du dann mit dem Fotomodul ein Foto schießen und es Joscha zeigen. Ist dieser Plan nicht genial? Fotomodul habe ich leider noch nicht. Jetzt sag, dass du das Fotomodul noch nicht kennst. Das ist doch eine der Hauptfunktionen des Pura-Pads. Das Fotomodul ist eine großartige Erfindung. Damit kannst du Landschaften in Bilder, sogenannte Fotos, verwandeln. Du hast wohl noch nicht alle Feinheiten deines Pura-Pads entdeckt. Nicht so schlimm. Komm mit, ich werde dir beibringen, wie man es verwendet. Im Untergrund sind jede Menge Monster. Da kann ich sowieso gut einen Leibwächter gebrauchen. Mal sehen. Ja, wir sollten wohl durch den Abgrund im Süden des Spähpostens hinabsteigen. Ich gehe schon mal vor. Komm du nach, sobald deine Vorbereitungen abgeschlossen sind. Bis später. Onkel Robbie, warte mal. Ja, nice. Tja, weg ist er. Ich weiß nicht, wie du da hineingeraten bist, Herr Ritter. Tut mir leid. Wenn es um mich geht, handelt Onkel Robbie manchmal ziemlich unbedacht. Ja. Nimm wenigstens das hier mit. 10 Leuchtsam, geil. Oh, und das noch. Die Abgründe sind so tief, dass kein Licht nach unten dringt. Es ist also stockfinster. Wenn du aber einen Leuchtsamen an einen Pfeil anbringst und den abschießt, kannst du für etwas Licht sorgen.
Du findest den Abgrund, zu dem Onkel Robbie aufgebaut ist, wenn du durch das südliche Tor des Sperrpostens gehst. Über das Fotomodul weiß ich nicht viel, aber ich verlasse mich darauf, dass du so etwas wie das rätselhafte Bild findest und gut auf Onkel Robbie aufpasst. Entschuldige, aber das sind wichtige Proben und Hilfsmittel für unsere Forschung. Dürfte ich also bitten, die Pfoten davon zu lassen? Schade. Irrlichter. Frag mich, was es mit diesen Irrlichtern auf sich hat. Das heißt, wir müssen jetzt schon direkt in den Abgrund. Als ob, ey. Das ist ja crazy. Hast du den Tunnel eigentlich fertig gebaut? Hat er. Das heißt, ich kann mir ja die Kiste holen gehen. Zweihänder. Dieses Schwert der königlichen Leibgarde ist nur für äußerst erfahrene und fähige Kämpfer geeignet. Ist aber auch zerfressen. Stärkt den Angriff beim perfekten Ausweichen. Okay. Wir sollten das auf jeden Fall mit irgendwas kombinieren. Schwert mit verrostetem Schwert. Ja, Zweihänder mit Riesenschwert. Damage. Nice. Okay. Wenn man übrigens X drückt in der Hocke, kann man diesen geilen Jump nach vorne machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Aber der ist ziemlich gut. Ja, wir haben jetzt nur noch geile Sachen eigentlich hier, ne? Okay. Eigentlich würde ich gerne auch nach zu Schreinen erstmal gehen. Und zwar hierhin. Würde ich gerne gehen. Dahin würde ich gerne gehen. Und dahin würde ich gerne gehen. Weil wir gehen mal hier so in diese Richtung. Dann gehen wir noch auf den Daphnasberg. Gehen in den Riesenwald. Ich werde jetzt erstmal erkunden, weil ich würde gerne ein neues Herz bekommen oder neue Ausdauer. Was bist du denn für ein Vieh? Ah. Na sowas, diese Leute kommen bekannt vor. Bist du nicht gerade dort durch die Luft geflogen?
Schön, dich persönlich zu treffen. Die geschichtsträchtige erste Abschluss von einem Kartografieturm, wie? Dufte. Sag, wie lautet dein Name? Link, ja? Link? Sag mal. Das ist doch dieselbe Name wie dieser berühmte Held. Dann benötige ich ihm gerecht zu werden. Oh. Tut mir leid, was sind meine Manieren? Ich hätte mich selbst vorstellen sollen. Ich bin Pan vom Klebert-Kurier. Und ich werde einen prima Artikel über die Sache mit dem Kartografieturm verfassen. Gut, ich muss dann auch los. Bei uns herrscht Personalmangel und die Zeit vergeht wie immer im Flug. Ich finde es großartig, wenn ein mutiger junger Mann wie du unser Reporter-Team verstärken würde. Findest du unsere Redaktion im Heber, im Nordwesten? Komm einfach zur Brücke, die ins Dorf der Orni führt. Schau doch mal vorbei, wenn du interessiert bist. Jetzt Abflug! Kannst du mir deine Fähigkeit bitte geben? Wie Link einfach nach oben guckt. WTF. Ja, wir haben ja hier natürlich ein Pferdchen, ne? Das ist noch nicht das Geilste. Weil... Das hat nur zwei, Ich kann nicht aufsteigen, schade. Aber immerhin haben wir ein Pferd. In welche Richtung will ich eigentlich? Ins Grüne, okay. Das ist super schwer zu bändigen. Wait, was ist das denn? Tach. Sagels rollender Speisekammer. Ich liebe es, in der Ebene unterwegs zu sein. Hä? Ich werde doch ganz alleine. Mach mal die Augen auf. Der mit dem Hufen, dem langen Gesicht, das ist mein Freund. Man sagt schon, wie wär's mit ein paar Spitzenprodukten aus Hateno? Zeig mal. Milch, Ziegenbutter, Hyrule-Tomate. Was bietest du mir so? Boah, 12 für das Grillwild. Let's go. Gönn dir. Nö. Da sind noch mehr Pferde. Oh, ein schwarzes Pferd mit blauer Mähne. Das will ich haben. Ich will das Pferd haben. Ich will das schwarze Pferd mit der blauen Mähne. Wie war das noch? Einfarbige Pferde sind die stärksten, ne? Zum Glück ist hier relativ viel Gras. Ich will dieses Blaue. Das sieht so cool aus. Das Schwarze sieht natürlich auch cool aus. Aber ich will dieses Blaue da haben. Das schon wieder. Ja, das ist, weil die durch das... Weil da hinten dieser Stein runtergefallen ist. Das Pferd. Diese Wolke hier. Sieht voll cool aus.
Okay, bin ich zu laut? Ich glaube schon. Ich muss mal, glaube ich, ich habe hier neue Rüstung. Kann sein, dass die einfach generell zu laut ist. Er ist schon leiser, ja. Erstmal ein bisschen tätscheln. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Stall in der Nähe? Ich probiere es jetzt mal mit einem... Ich muss erst mal wissen, wie viel Power du hast. 3, naja. Besser als das, was wir vorhatten. Erstmal müssen wir das Pferd trainieren. Ah, hier, wir machen richtig Liebe. Ah, es ist noch sehr schwer zu steuern, das Vieh. Okay, vielleicht sollten wir das fürs Erste lassen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ein cooles Pferd gedings. Oh. Ich habe die falschen Sachen an. Ich frage mich, ob es hier auch wieder diese komischen Feen gibt. Ich dachte doch gerade, Goldapfel. What the fuck? Ich dachte doch gerade, das sieht anders aus. Goldapfel? Als ob wir direkt so einen geilen Goldapfel finden. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür der gut ist, aber... Nehm ich. Nehme ich doch sehr gerne. Ach. Sind 5, oder?
Mit Bewegungssteuerung sich umzugucken ist nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Hä? Wo ist denn Nummer 5? Ah. War so klar, dass es irgendwie blöd versteckt ist. Jo, du hast mich gefunden. Hier, meine Scheiße. Bitteschön. Ciao. 5 Pfeile musste ich dafür opfern. Für einen Haufen voll Kacke. Okay. In dem Wald ist jetzt nur dieser eine Krog wahrscheinlich gewesen, ne? Äpfel sollten wir uns auf jeden Fall mitnehmen, weil mit... Oh, hier ist auch ein Baum, den ich haben will. Hey. Damit kann man Pferde ja gefügig machen. Ist das das falsche Wort? Aber ich muss mal die Folge beenden, ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was bist du denn? Vogelnuss. Spurtechse. Was war das? Was zum Henker war das denn? Ein wandelnder Baum. Oh. Okay. Ich lass diese Bäume mal in Ruhe. Was, hey, was ist das? Was zum Henker ist das? Kein Goldapfel? Nee. Aber an sich ist hier auch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir diesen grünen Punkt erforscht. Singvogelwiesen. Wir sind durch den Wald gelatscht. Haben einen Krog gefunden. Reicht erstmal. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.